Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Philipp Bunnenberg hier vom WAI. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Webinar Infrastrukturinvestments über die gesamte Kapitalstruktur. Freut mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Vielleicht vorweg ein paar organisatorische Hinweise, wenn Sie das erste Mal bei einem WAI-Webinar dabei sind. Darf ich darauf hinweisen, dass Sie über das rechte Bedienpanel die Reiter öffnen können und dann unter anderem über den Reiter Fragen an unsere heutigen Referenten jederzeit Fragen stellen können. Die werde ich während des Webinars sammeln und dann am Ende weitergeben. Ja, vielleicht kurz noch zum heutigen Ablauf. Gebe eine kleine Einführung und übergebe dann das Wort zunächst an die DWS, dann Prime Capital und als drittes an Cambridge Associates. Ja, das Thema Infrastruktur oder die Anlageklasse Infrastruktur steht natürlich stark unter großen Einflüssen, sozioökonomischen, ökologischen, technologischen Einflüssen, die neue Trends hervorgerufen haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Ich würde auch sagen Megatrends, so steht es ja auch hier in der Webinarüberschrift. Und ich freue mich natürlich, dass wir heute vier hochkarätige Referenten dabei haben, die unter anderem eben ja genaueres zu diesen Megatrends sagen können. Dazu zählt die Energiewende und damit natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Dazu zählt die Technologisierung. Dazu zählt natürlich auch die Digitalisierung der Infrastruktur. Wir als Verband, wir als BAI werden natürlich auch nicht müde zu betonen, dass der Ausbau, die Erneuerung der Infrastruktur natürlich auch nur ja, gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit den institutionellen Investoren gemeistert werden kann. Vielleicht zunächst am Anfang nochmal zur Erinnerung an Sie. So, das funktioniert jetzt hier auch gut mit dem Weiterklicken. Die aktuelle Position der deutschen institutionellen Investoren. Sie können das Ganze in Ruhe bei uns auf der Homepage nachlesen, in den Factsheets, im Investor Survey auch. Für Sie nochmal hier ganz kurz zusammengefasst als Einleitung in das heutige Webinar. Ungefähr 3 von 4 deutschen institutionellen Investoren sind über Equity Investments in Infrastrukturprojekten beteiligt. Ungefähr jeder zweite mittlerweile auch über Debt Investments, sodass wir bei deutschen institutionellen Investoren bei einer Allokationsquote von 2,7 bziehungsweise 1,1% im Schnitt derzeit sind. Wir sehen hier unten das Ganze nochmal exemplarisch für Equity abgetragen. Da sind natürlich gewisse Unterschiede zwischen den Investorengruppen. Hier die Versicherer in Deutschland im Schnitt mit 2% beteiligt, Pensionskassen und Versorgungswerke mit 3,5 bis 4% schon etwas stärker beteiligt. Sie sehen auch wunderbar hier auf der linken Achse die Zielallokation 3 bis 5 Jahre abgetragen. Und da sehen Sie über alle Investorengruppen hinweg, erwarten wir ein starkes Wachstum in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Wir haben das ausgerechnet, das sind so 8 bis 10% jährlich, die wir erwarten. Das schwankt natürlich auch, je nachdem, ob wir Versicherer, Pensionskassen oder Versorgungswerke abfragen. Dann kommen natürlich immer wieder neue Entwicklungen hinzu, wie beispielsweise die in NRW beschlossene Infrastrukturquote in Höhe von 5%. Die könnte natürlich jetzt für eine Quotenentlastung sorgen, sodass die Infrastrukturquote hier nochmal ansteigen wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Und das ist auch kein Wunder, ja, dass die Zielallokation wachsen wird. Man sieht das hier ganz schön nochmal in den beiden Balkendiagrammen. 2 von 3 deutschen institutionellen Investoren, egal ob jetzt für Equity oder Debt Investment, wollen die Allokation in den nächsten Jahren erhöhen. Die Zugangswege sind, also es gibt diverse Zugangswege jetzt abseits von Direktinvestments, sind natürlich als Einstieg Fund of Funds gern genommen. Ansonsten natürlich standardmäßig Single Funds, aber auch Manager Accounts oder neuerdings stark in Common Co-Investments. So viel
von Verbandsseite zur Einführung. Ich hätte Ihnen gerne noch mehr erzählt. Vielleicht haben Sie es mitbekommen am Rande. Die FDP-Fraktion hatte vor wenigen Wochen eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt zu Verzögerungen von Infrastrukturprojekten während der Corona-Krise. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Es gibt bis heute leider noch keine Antwort. Aber ich freue mich natürlich, dass wir hier vier hochkarätige Referenten dabei haben, die vielleicht auf die eine oder andere Frage dann eine Antwort geben können, bevor die von der Bundesregierung kommt. Und da möchte ich an dieser Stelle zunächst von der DWS ganz herzlich begrüßen Herrn Gianluca Minella aus London, heute zugeschaltet. Herr Minella ist seit 2014 Head of Infrastructure Research bei der DWS und wird heute zunächst einen Marktüberblick zu Private Infrastructure Debt Investments geben, einen Ausblick auch für Nordeuropa, für Europa und Nordamerika und ganz am Ende überleiten zu den bereits angesprochenen Megatrends, insbesondere erneuerbare Energien und Digitalisierung. Beim Stichwort erneuerbare Energien auch herzlich willkommen Prime Capital, Herr Dr. Matthias Bimberg und Henrik Büttner. Herr Bimberg leitet seit 2018 den Infrastrukturbereich von Prime Capital und Herr Büttner ist seit 2019 als Investment Director im Infrastrukturteam. Sie werden heute über den Markt für erneuerbare Energien und im Speziellen über den, vielleicht kann man das sagen, noch relativ neuen Megatrend grünen Wasserstoff referieren, der sicherlich auch nochmal Fahrt aufgenommen hat in letzter Zeit, spätestens seit die Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie beschlossen hat. Und zu guter Letzt auch herzlich willkommen, schönen Gruß nach München, Herr Alex Koriat. Freut mich, dass Cambridge Associates heute auch dabei ist. Herr Koriat ist Partner und Head of European Pension bei Cambridge und wird heute den nächsten Megatrend mit uns besprechen, und zwar die digitale Infrastruktur oder auch die Digitalisierung der Infrastruktur. Und ich denke, hier kann jeder mehr oder weniger auch mitreden, weil die Corona-Pandemie hat sicherlich ja uns allen aufgezeigt, dass es hier positiv formuliert eine ein oder anderen Stelle im Gesundheitswesen, im Bildungssektor definitiv noch Nachholpotenzial gibt. Und es freut mich, dass Herr Koriat uns heute mehr dazu erzählen kann. So viel von mir einleitend, vielleicht noch der kleine Hinweis, Herr Minella hat es eben noch kurzfristig bestätigt, dass wir auch die Folien nachher online stellen können, das freut mich. Das heißt, Sie müssen jetzt hier keine Screenshots machen, Sie müssen nicht mit der Kamera abfotografieren. Sie bekommen die Folien von DWS, von Prime Capital und auch von Cambridge Associates. Herr Brooks wird die Ihnen am Anschluss gerne zusenden. Und zusätzlich wird das Webinar auch aufgezeichnet. Das heißt, Sie können gerne später auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Homepage nochmal nachschauen. Das heißt, schauen Sie ganz in Ruhe zu, stellen Sie Fragen und viel Spaß und eine aufschlussreiche Diskussion am Ende hoffentlich. Ich übergebe das Wort an Herrn Minella. Vielen Dank, Herr Bunnenberg, und sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Mit dem Thema private Infrastrukturanleihen haben wir uns bei der DWS schon sehr lange beschäftigt. Wir haben verschiedene Studien veröffentlicht und wegen der starken Nachfrage haben wir uns entschieden, in April eine neue Studie zu veröffentlichen, die verschiedene Monate gedauert hat. Allgemein würde ich mal sagen, dass wir zum Thema drei Kernschlussfolgerungen haben. Erstmals, die Nachfrage an private Infraanleihen steigt sehr stark weiter. Nummer zwei, wir sehen immer mehr, dass sich der Markt in Richtung High-Yield-Infrastrukturanleihen bewegt. Sehr interessant für Einstiegsrenditen, aber natürlich auch für Risiken, was wir auch mit in der Analyse einbeziehen müssen. Und Thema Nachhaltigkeit, wie schon vorher erwähnt, wird sehr, sehr wichtig, ist echt zum Schlüsselthema geworden. Und zwar nicht nur bei der DWS, sondern allgemein im Markt. Wegen der starken Transaktionsmöglichkeiten, die wir sehen, vor allem in Europa, aber auch weil Nachhaltigkeit für die Strategien sehr wichtig ist, und zwar aus der doppelten Materialitätsperspektive. Auf einer Seite wirkungsorientierte Materialität, wir wollen mit unseren Anlagen eine bessere Welt schaffen, zum Beispiel zum Thema Klimawandel, aber auch wegen der Risiken, also die finanzielle Wesentlichkeit ist sehr wichtig, die wir
im Markt sehen könnten und die wir mit in der Kreditanalyse analysieren sollen. Wenn wir ganz kurz mit dem Thema Marktüberblick anfangen, würde ich es so zusammenfassen. Die Nachfrage steigt weiter. Was suchen Anleger? Ganz einfach, entweder eine lange Duration, vor allen Dingen im Bereich Investment Grade und vor allen Dingen für Versicherungen zum Beispiel und Pensionfonds, aber auch immer mehr die Möglichkeit, eine Liquiditätsprämie im Markt zu schaffen, weil Zinsen historisch so viel niedriger geworden sind. Sehr interessant zu sehen, dass Europa und Nordamerika, wie wir hier links sehen können, die wichtigsten Märkte für private Infrastrukturanleihen sind, obwohl Asien ein bisschen mehr Interesse in dem Bereich hat, als wir zum Beispiel im Bereich Equity sehen. Wir sehen auch, dass Europa als Anlagemöglichkeit viel diversifizierter ist als Nordamerika. Wir werden das auch viel mehr im Detail sehen, weil die Regulierung vor allen Dingen im Bereich Energiewende, aber auch im Bereich Transporte ganz einfach eine stärkere Diversifikationsmöglichkeit anbietet, wobei wir uns in Nordamerika sehr starkes Wachstum in den nächsten Jahren auch erwarten. Ganz einfach zum Thema Einstiegsrenditen. Zum Glück haben wir jetzt Indizes, die wir verwenden können, um ungefähr zu verstehen, wo Einstiegsrenditen im Bereich private Infrastrukturanleihen sind. Auf der linken Seite im Bereich Investment Grade, Triple B, wir sind gerade bei 2%, würde ich mal sagen, für private Infraanleihen. Im Bereich High Yield sind wir im Bereich private Infraanleihen bei 4%. Das erklärt, warum so viel Interesse in dem Bereich herrscht. Natürlich sehen wir eine historische Abnahme, die Hand in Hand mit der historischen Abnahme der Zinsen gegangen ist. Aber trotz dieser Abnahme sehen wir, dass ungefähr diese Prämien relativ konstant geblieben sind. Natürlich, wenn Renditen steigen, dann steigen auch Risikos. Und das ist ganz klar, wenn wir Investment Grade mit High Yield analysieren, wenn wir uns die Ratings anschauen. Wir sehen aber auch, dass wenn wir uns die Rating anschauen, die Vorteile, die wir im Bereich Privatinfrastrukturanleihen haben, wenn wir im Bereich Doppel-B sind, im Vergleich auf Non-Financial Corporates, größer bei Infra sind als im High-Yield-Bereich sind als im Bereich Investment Grade. Wir sehen auch, dass die Kreditverluste auch einen Vorteil mit sich bringen, wenn wir im Bereich Infrastrukturanlagen sind, im Vergleich auf Non-Financial Corporates. Wir sehen sogar, dass wir, wenn wir die Duration mit in der Analyse zusammenbringen, das heißt, typischerweise sind wir bei Triple B bei 9-10 Jahren, also wir sind gerade unter 1,5% Kreditverluste. Im Bereich High Yield sind wir bei 3-4 Jahren, das heißt, wir können auch hier unter 2% bleiben. Das erklärt theoretisch, warum sozusagen Interesse herrscht, sozusagen High Yield im Portfolio mit einzubeziehen. Und genau mit der Portfolioanalyse können wir uns ein bisschen beschäftigen. Jetzt haben wir die Indikatoren. Das ist nur ein Beispiel, aber was wir hier gemacht haben, und in der Studie gibt es viel mehr Details darüber, haben wir versucht, historisch sozusagen ein Portfolio zu optimisieren, wo wir 5% Non-Financial Corporates Bonds mit 5% Privatinfrastrukturanleihen im Bereich Investment Grade substituiert haben. Und wir sehen die Vorteile hier in Bezug auf Sharpe Ratio, was stärker wird. Aus zwei Gründen. Illiquiditätspremium natürlich, also höhere Einstiegsrenditen, aber auch geringere Volatilität und Diversifikationsvorteile. Auf dem Bezug sagen wir, dass wir letztendlich einen Vorteil mit den EDEC-Indikatoren haben. Und zwar, wobei wir normalerweise bei privaten Infrastrukturanlagen einen Schwerpunkt haben, und zwar eine Schwierigkeit, Volatilität wird immer unterschätzt. EDEC nimmt kurzfristige Volatilität der börsennotierten Märkte mit in der Analyse der Indikatoren. Das heißt, diese Volatilität wird nicht unterschätzt. Und trotzdem sind wir in der Lage, sozusagen zu zeigen, dass es ihr Vorteile geben kann. Aber Volatilität ist für Buy-and-Hold-Anleger nicht eine Risikoproxy natürlich. Die kann sicherlich bei Bewertungen helfen. Das heißt, dieselbe Analyse können wir tun, wo wir uns die risiko-adjusted Einstiegsrenditen analysieren. Wenn wir die Einstiegs-Yield-to-Maturity nehmen, die wir hier auf der linken Seite in der zweiten Spalte sehen,
und die Average Credit Loss davon entnehmen, die jährliche Average Credit Loss. Und wir sehen, dass aus einer risikoadjustierten Perspektive, wenn wir uns zum Beispiel vom Bereich BBB 1,2% zum Bereich BB 3,7% bewegen, haben wir theoretisch einen Vorteil und wir können unsere Einstiegsrenditen erhöhen, ohne sozusagen Risikos zu stark zu erhöhen. Was wir auch sehr interessant finden ist, und wir sehen es auf der rechten Seite, dass die Yield-Kurve bei BBB Private Infrastructure relativ glatt ist. Das heißt, es macht theoretisch mehr Sinn, wenn wir höhere Einstiegsrenditen brauchen, sozusagen im Bereich High Yield zum Teil zu gehen, als eine längere Duration bei Investment Grade zu haben. Dazu noch sollen wir das Thema zum Beispiel ESG, Nachhaltigkeit, mit in der Analyse mit einbeziehen. Wenn wir die längere Duration haben, können wir sogar bei Investment Grade Risiken eingehen, die wir heute nicht abschätzen können. Lass uns mal auf Klimawandel oder Regulierung denken. Diese Risiken kann man heute nicht ganz genau schätzen und sogar im Bereich BBB zum Beispiel, wenn wir uns Gasnetzwerke analysieren, wenn wir eine lange Duration haben. Ganz kurz zum Thema Europa, die Diversifikation, die ich vorher erwähnt habe, sehen wir hier auf der linken Seite. Wir sehen sozusagen, dass heute Anleger eine Vielfältigkeit an Anlagemöglichkeiten haben zu den Themen, die Herr Bunnenberg schon eingeleitet hat. Digitalisierung, Energiewende. Wir sehen, dass wir eine Abnahme 2020 der Transaktionsvolumina gesehen haben, wegen Covid. Wir erwarten uns eine Zunahme in 2021, aber wahrscheinlich werden wir die Hochpunkte von 2018 und 2019 nicht in 2021 schaffen. Das Gleiche können wir auch für Nordamerika sehen. Und wie erwähnt, würde ich mal sagen, dass obwohl Nordamerika ein sehr großes Markt ist, wir sehen wenigere Anlagemöglichkeiten im Bereich Transporte und soziale Infrastruktur. Was wir auch sehen, ist, dass wobei Zinsen in Nordamerika höher waren, nach Covid sind diese Zinsen stark abgestiegen. Die könnten natürlich wieder aufsteigen, wenn die Fed wieder bewegt. Aber sozusagen heute sind die Vorteile, nach Nordamerika zu gehen, nicht so stark, wie sie vielleicht historisch für europäische Investoren in der Vergangenheit gewesen sind. Jetzt zum Thema Risiken. Wir haben eine sehr genaue Analyse in der Studie. Ich werde nicht die genaue Zeit für die Studie haben jetzt, aber ich werde nochmal zwei, drei Kernaussagen hier machen. Nummer eins. Ratingsvolatilität. Ist Ratingsvolatilität geringer bei Infra als Non-Financial Corporate? Die Antwort ist ja, aber nicht immer. Wir sehen zum Beispiel, dass in 2000, 2001 Ratingsvolatilität im Bereich Infrastruktur höher als Non-Financial Corporates war. Das war im Zusammenhang mit einer Regulierungsveränderung in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten im Bereich Utilities. Und zwar sehen wir ganz genau auf der rechten Seite, dass im Bereich Energie, vor allen Dingen, wo wir Preisrisiko haben, Ratingsvolatilität höher sein kann. Natürlich, was wir auch sehen, ist, dass mit der Abnahme der Zinsen historisch, trotz der stärkeren makroökonomischen Schwankungen, hier sehen wir nicht Covid natürlich, wir eine geringere Ratingsvolatilität gesehen haben, weil natürlich geringere Zinsen sozusagen die Flexibilität dieser Assets unterstützen. Aber zum Thema hier möchten wir sagen, dass wir uns in den nächsten 12 Monaten eine höhere Ratingsvolatilität erwarten, auch bei Infrastruktur, weil die Effekte von Covid nicht 100% aus einer Kreditperspektive durchgekommen sind. Zum Thema Defaults jetzt, genau dasselbe sehen wir. Also die Frage, die wir uns gestellt haben, war, gibt es eine statistische Korrelation zwischen makroökonomischen Schwankungen und Defaults? Die Antwort ist nein. Statistisch kann man da nicht prognostizieren. Aber was wir auf der linken Seite sehen, wir sehen, dass sozusagen auch mit einer gewissen, nach einer gewissen Zeitspanne, 6 bzw. 18 Monate, Defaults nach einer makroökonomischen, sozusagen nach einem makroökonomischen Impact steigen können. Wir erwarten uns eine Steigerung der Defaults auch im Bereich Privatinfrastruktur, vor allen Dingen in Sektoren, die von der Krise von Covid stark beeinflusst wurden, zum Beispiel Passagiertransporte. Aber sozusagen, das könnte noch gewisse Monate dauern. Es ist sehr wichtig, dass aus einer Kreditanalyseperspektive wir das in unsere Analyse mit einbeziehen. Auf der rechten Seite sehen wir wieder, dass Defaults vor allem in Bezug auf regulierte Energie und
Utilities, wo wir Preisrisiko hatten, konzentriert sind. Das ist natürlich wegen der 2000-Krise in Nordamerika, aber das zeigt, dass sogar wenn wir Regulierung haben, wir eine sehr genaue Analyse der Risikos machen sollen, vor allem wenn wir zum Beispiel Energiewende vor uns haben. Zum Glück wissen wir, und hier gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, dass die Recovery Rates stärker bei privater Infrastruktur als Non-Financial Corporates historisch waren. Was wir auch sehen, und das sehen wir auf der rechten Seite, ist, dass heute Equity-Bewertungen trotz des Covid-Impacts relativ stabil geblieben sind. Sie haben eine Abnahme von ungefähr 5% bis zu Dezember gesehen, aber wir haben nicht die starke Zunahme gesehen, die wir zum Beispiel in den börsennotierten Global Markets gesehen haben. Das heißt, diese Equity-Bewertungen unterstützen unsere Recovery-Rates und wir sehen auch, dass Deleveraging historisch stattgefunden hat. Das heißt, es gibt für private Infrastruktur-Assets eine gewisse Flexibilität, Leverage zu verwenden, um die Impakte von Covid sozusagen zu minimisieren. Zum Thema Kreditspreads. Die nächste Frage, die wir uns gefragt haben, ist, gibt es einen Zusammenhang, eine Korrelation zwischen makroökonomischen Schwankungen, also Zinsen, Bruttoinlandprodukt, Inflation und Kreditspreads? Und natürlich die Frage steht, weil wir wissen, dass irgendwie jetzt Zinsen wieder hochsteigen werden, was passiert zu unseren Kreditspreads im Bereich der Infrastruktur? Die Antwort ist, wir haben eine statistische Korrelation gefunden. Wir erwarten uns eine Abnahme der Kreditspreads, wenn Zinsen höher gehen, aber diese Abnahme, wie Sie hier in diesem Szenario-Analysis sehen, ist nicht dramatisch hoch. Das heißt, wir sollten uns noch, unabhängig von den verschiedenen Makro-Schwankungen, die wir vor uns haben, trotz sozusagen dieses Liquiditätspremium sollte trotzdem bestehen, mittelfristig, und sozusagen das unterstützt Anlagen in dem Bereich. Jetzt zum Thema Credit Outlook. Hier haben wir eine ganz genaue Zusammenfassung, die wir mit unseren Dateien gemacht haben, im Bereich Credit Outlook, kurzfristig und langfristig. Verschiedene Sektoren haben aus einer Kreditperspektive eine verschiedene Dynamik, wenn wir uns Covid in Bezug auf Covid. Aber ich möchte darauf aufweisen, dass langfristig, vor allen Dingen, wenn wir eine lange Duration haben, wir gewisse Risikos eingehen könnten, die nicht heutzutage in den Ratings mit einbezogen sind. Wir wissen, dass Ratings eine 3- bzw. 5-jährige Analyse sind, aber zum Beispiel zum Bereich Gasnetzwerke, was passiert in 10 Jahren, wenn wir zum Beispiel heute sehen, dass CO2-Preise so viel gestiegen sind, könnten wir dort ein Stranded Risiko Asset haben. Das heißt, diese Analyse müssen wir auch ganz genau eingehen. Wir haben ganz genaue Folien in der Studie auf verschiedene Sektoren, zum Beispiel zum Bereich Transporte, werde ich ganz schnell sagen, dass wir uns eine Erhöhung der Default Probability erwarten. Das sehen wir hier anhand der Deckdaten. Mittelfristig erwarten wir uns eine Zunahme. Natürlich dann wieder eine Abnahme. Ich werde noch kurz darauf zuweisen, dass digitale Infrastruktur eine relativ neue Assetklasse ist. Warum sage ich das? Weil wir keine genaue Ratingsmethodologien gehabt haben, historisch, weil sozusagen hier wir irgendwie zwischen Bereich BBB und BB sind und wir keine genaue historische Daten haben, um wie sich diese Assetklasse aus einer Kreditperspektive genau bewegt und benommen hat. Das heißt, hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir sehen eine sehr starke Transaktionsmöglichkeit, Pipeline vor uns, aber die Risiken hier kennen wir nicht immer ganz genau, vor allen Dingen, weil technologisches Risiko herrschen könnte. Das heißt, wir müssen bei unserer Kreditanalyse und unserem Pricing diese mit einbeziehen. Und zum Schluss noch ganz schnell zum Thema Nachhaltigkeit. Ich werde das so zusammenfassen. Nachhaltigkeit ist bei uns sehr wichtig, ist in den Strategien mit einbezogen, und zwar aus einer doppelten Materialitätsperspektive. Was heißt das? Hier sehen wir es auf der linken Seite mit den 2 Kästchen zusammengefasst. Auf einer Seite müssen wir sicher sein, dass wir wirkungsorientierte Strategien haben. Das heißt, wir mit unseren Anlagen eine bessere Welt haben oder sozusagen nicht zu einer schlechteren Welt anlegen.
In diesem Fall ist es sehr wichtig zu sagen, dass wir eine bessere Regulierung heute haben mit der Europäischen Union SFDR, aber vor allen Dingen im Bereich Environment, im Bereich Social und Governance, und das sehen wir hier unten, ist es noch nicht ganz klar, welche Indikatoren verwenden werden. Aber zum Schluss finanzielle Materialität. Warum ist die wichtig und warum soll sie in der Kreditanalyse mit einbezogen werden? Weil typischerweise gewisse Risikos langfristig unsere Cashflows, einen Impact auf unsere Cashflows haben könnten. Und wir sehen hier, dass längere zum Beispiel Maturities impactiert werden könnten, wobei kürzere Maturities vom selben Risiko, zum Beispiel einem Klima-Event, nicht impactiert werden könnten. Das heißt, diese Analyse müssen wir auch ganz genau in der Kreditanalyse mit einbeziehen. Und wenn es aus einer finanziellen Perspektive Risikos herrschen, die sozusagen unsere Kreditqualität verschlechtern könnten, müssen wir die mit einbeziehen in unsere Analyse und auch in unserem internen Rating und auch in unserem Pricing. Und das ist immer wichtiger und einer der wichtigsten Bestandteile unserer Strategie. Damit beende ich meine kurze Vorstellung. Viel mehr Details haben Sie in der Studie und viel mehr Details können wir natürlich auch später geben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Minella. Sie hatten es schon gesagt, also die Studie bekommen Sie über Herrn Minella oder auch über die GWS auf der Homepage, können Sie sich die Studie runterladen und da finden Sie alles im Detail. Jetzt leite ich gerne über an Herrn Dr. Bimberg und Herrn Büttner zu Prime Capital und es geht weiter mit dem ersten Megatrend, Renewable Energy. Gerne. Zunächst möchte ich mich nochmal ganz herzlich beim BRI für die Einladung bedanken. Mein Name ist Matthias Bimberg, ich leite den Bereich und wollte mich auch bei den Zuhörern ganz herzlich bedanken fürs Einladen. Wir haben den Titel des Vortrags genannt, grüner Wasserstoff, ein Megatrend wird investierbar. Ich würde, bevor wir auf die Slides eingehen, gern nochmal darauf eingehen, wo wir uns im Moment im Marktumfeld bewegen. Wir haben einerseits, bewegen wir uns im erneuerbaren Energienmarkt in Europa weg von Subventionsmechanismen, weg von Einspeisetarifen hin zum Marktrisiko, was große Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit von erneuerbaren Energienprojekten hat. Gleichzeitig haben wir sehr stark weiterhin, hatten wir in der Vergangenheit, werden wir aber auch in der Zukunft sehen, sehr stark sinkende Stromgestehungskosten. Insbesondere bei erneuerbaren Energien, die mittlerweile die sogenannte Grid Parity erreicht haben und die mittlerweile auch schon Strom günstiger produzieren als konventionelle Energieerzeugungsformen. Und der dritte Trend ist eben, dass wir weiterhin eine Menge institutionelles Kapital sehen, was in den Sektor fließt. Ja, und die Frage ist, welchen Einfluss der neue Megatrend grüner Wasserstoff eben auf dieses Marktumfeld haben wird. Und das haben wir versucht zu beantworten anhand des skandinavischen Marktes. Wieso der skandinavische Markt? Weil wir im Grunde genommen, wir selber haben angefangen, in Deutschland zu investieren. Aber in Deutschland gibt es mehr oder weniger ein Moratorium im erneuerbaren Energienbereich. Wir sehen relativ wenig Zubau und insbesondere für institutionelle Investoren, die größere Eigenkapitalvolumina investieren wollen, ist es sehr, sehr schwierig, in Zentraleuropa, sagen wir mal, Anlagemöglichkeiten zu finden, weil die Renditeniveaus schon sehr niedrig sind. Darüber hinaus, was in Skandinavien anders ist, weil es in Skandinavien relativ große Projekte gibt, ja, und Skandinavien ist gleichzeitig auch ein Vorreiter. Skandinavien hat im Grunde genommen einen Markt, der schon fully merchant ist, der ohne Subventionsmechanismen zurechtkommt seit einer sehr langen Zeit, seit über 10 Jahren. Und wir haben sehr geringe Strompreisniveaus. Wir haben mit die geringsten Strompreisniveaus in Skandinavien, weshalb Skandinavien auch für den grünen Wasserstoff
einer der ersten Märkte sein könnte, in dem sich hybride Projekte oder Wasserstoffprojekte auch realisieren lassen in Kombination mit grünem Strom. Und mit der Einleitung würde ich gerne an meinen Kollegen weitergeben und zum ersten Slide kommen, der zunächst einmal auf die Stromgestehungskosten näher eingehen wird. Ja, vielen lieben Dank, Matthias. Auch noch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Hendrik Büttner. Ich bin Investment Director im Team von Herrn Dr. Bimberg bei Prime Capital. Und wie bereits in der Einleitung ausgeführt, konzentrieren wir uns in unseren Investitionen auf erneuerbare Energieprojekte, die zu den niedrigsten Stromgestehungskosten, sogenannte Levelized Cost of Electricity, Strom produzieren können. Und dieses finden wir insbesondere im skandinavischen Raum, da es eben dort auch möglich ist, Large-Scale-Projekte umzusetzen mit 40, 50, 60 Windturbinen beispielsweise, während das im europäischen Raum oder insbesondere in Deutschland einfach auch aufgrund der geografischen Lage, der Bevölkerungsdichte so nicht möglich ist. Und die Stromgestehungskosten sind in den letzten 10 Jahren signifikant nach unten gegangen, gerade im Bereich Onshore-Wind, getrieben durch insbesondere technologische Verbesserungen, auch bei der Turbinentechnologie. Wenn man sich überlegt, vor 5 bis 10 Jahren hat man an Land im Onshore-Windbereich Turbinen installiert mit einem Rotordurchmesser von 100 bis 120 Meter, während man dort mittlerweile auch schon an Land bei 170 Meter Rotordurchmesser ist und die einzelne Windturbine eine Leistung erbringt von 6 Megawatt rund gegenüber 2,5 bis 3 Megawatt vor ungefähr 5 bis 10 Jahren. Und dies führt dazu in Verbindung mit Economies of Scale, wenn ich große Windprojekte umsetzen kann, dass eben die Kosten für die Herstellung von Elektrizität signifikant nach unten gegangen sind und mittlerweile quasi Wind in Nordeuropa gemeinsam mit Photovoltaik in Südeuropa Strom zu den niedrigsten Stromgestehungskosten produzieren kann. Das heißt, erneuerbare Energien ist keine ideologische Investmententscheidung mehr, sondern es ist neben dem grünen Fußabdruck, den man hinterlässt, eben auch führt es dazu, dass man das Investition hat, die letztendlich im Energiebereich am effizientesten ist. Und beispielsweise sieht man an der Grafik auf dem rechten unteren Teil der Folie quasi Wind onshore neue Projekte in Norwegen oder Schweden werden hier mit Stromgestehungskosten von 34,80 Euro die Megawattstunde angegeben. Das ist ein Durchschnittswert. Dieser Durchschnittswert beinhaltet auch kleinere Windparks und typischerweise kommen wir in unseren Large-Scale-Projekten bereits auf Werte unter 30 Euro die Megawattstunde und damit ist Onshore-Wind Skandinavien, PV, Südeuropa sind die effizientesten Stromformen. Aufgrund dieser günstigen oder idealen Möglichkeiten, Strom zu produzieren, ist der skandinavische Markt nicht mehr von Subventionsmechanismen geprägt. Er war es auch noch nie wirklich. Es gab dort Zertifikatesysteme, die aber im Grunde genommen nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Das heißt, ein EEG, wie es das in Deutschland gibt, fixe Einspeisetarife, gab es nicht und gibt es auch jetzt nicht mehr. Und um natürlich dort trotzdem sich irgendwo auch als Investor gegen Strompreisänderungsrisiken abzusichern, besteht die Möglichkeit, langfristige Stromabnahmeverträge, sogenannte PPAs, abzuschließen. Und Herr Brooks, da würde ich Sie bitten, auf den nächsten Slide zu gehen. Und diese Stromabnahmeverträge schließt man mit Industrieunternehmen, mit großen Corporates. Das Volumen hat sich dort in den letzten 4 Jahren vervierfacht im Corporate-PPA-Bereich und energieintensive Unternehmen
auch insbesondere die globalen Technologiegiganten wie beispielsweise Google, Amazon, Facebook, Microsoft sind sehr aktiv in diesem Markt, um sich grünen Strom für ihre Datencenter auch langfristig zu sichern und auch ihrerseits Preisänderungsrisiko in Bezug von Strom rausnehmen zu können. Und dieser Markt führt natürlich letztendlich dazu, dass wir als Investoren Preissicherung betreiben können. Skandinavien war der Frontrunner im PPA-Markt auch die letzten Jahre. Beispielsweise Deutschland zieht jetzt nach, die Deutsche Bahn schließt langfristige Stromabnahmeverträge ab. Aber letztendlich bestand sozusagen für uns als Investor schon immer die Möglichkeit, uns langfristig Strom damit sozusagen zu vermarkten und Preissicherung zu betreiben. Wichtiges Merkmal eines solchen PPAs ist auch, dass für eine Fremdfinanzierung der Abschluss eines PPAs immer noch letztendlich der Eckpfeiler ist, um diese Fremdfinanzierung aus Sicht der Banken zu strukturieren. Und da wird Herr Dr. Bimberg gleich auch noch näher darauf eingehen. Was vielleicht noch zu sagen ist, dass diese bonitätsstarken Unternehmen wie jetzt Google, Amazon über eine sehr, sehr starke Verhandlungsmacht oder auch Kaufkraft letztendlich verfügen. Viele Projekte wollen letztendlich oder müssen auch, um Bankenfinanzierung einloggen zu können, PPAs abschließen, idealerweise natürlich mit diesen starken Investment-Grade-Rated Counterparties. Und letztendlich führt das dazu, dass diese Firmen natürlich auch Preisdruck ausüben können auf letztendlich den PPA-Preis. Und Matthias, da würde ich ganz gerne an dich übergeben und an den nächsten Slide. Gerne. Was auf dem Slide dargestellt ist, ist die historische Entwicklung des Systempreises in Skandinavien. Skandinavien selber ist also Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland sind in insgesamt 13 unterschiedliche Strompreisregionen aufgeteilt. Und was hier dargestellt ist, ist der Systempreis. Was man hinzufügen muss, ist, dass es innerhalb dieser einzelnen Strompreisregionen auch sehr, sehr starke Schwankungen gibt. Wir sehen heutzutage zum Beispiel in Finnland einen aktuellen Strompreis von über 50 Euro und haben historisch gesehen einen Minimumstrompreis von 28 Euro, wohingegen, wenn wir uns den Chart hier anschauen, wir im Jahre 2020 auf der Systempreisebene, also im Durchschnitt über alle Strompreisregionen, Niedrigstrompreisumfelder von 8 bis 10 Euro gesehen haben. Was man gleichzeitig sieht, wenn man sich den Chart anguckt, ist, dass der historische Strompreis in den letzten 3 Jahren zum Beispiel bei 38 Euro pro Megawattstunde lag, wohingegen der PPA-Preis, und das ist, was Herr Büttner eben gerade erwähnte, mit einem Abschlag einhergeht. Wenn man gut ist, dann schafft man es, einen Pay-as-Produced PPA zwischen 25 und 30 Euro zu strukturieren mit einem der Stromabnehmer der großen Corporates, die Herr Büttner gerade erwähnt hat. Das heißt, wir müssen im Vergleich zum tatsächlichen Strompreis einen Discount eingehen, um eben wiederum mit einem langfristigen Stromabnahmevertrag auch eine Finanzierung abschließen zu können und Fremdkapital aufnehmen zu können. Historisch war es so, dass die Banken ein Hedging-Volumen von 70-80% bei ihren Projekten sehen wollten. Mittlerweile ist es aber so, dass auch die Banken bereit sind, mehr Merchant-Risiko zu gehen, sodass wir mittlerweile in der Lage sind, Finanzierungen abzuschließen mit ungefähr Hedging-Volumen von ungefähr 50% des produzierten Stroms. Wieso ist es attraktiv für uns? Wenn man sich den Chart hier anguckt und auch wenn man sich die
zukünftig erwarteten Strompreisentwicklungen anguckt. Und Herr Brooks, ich würde Sie jetzt bitten, auf den nächsten Slide zu gehen. Wenn man sich zunächst die erwartete zukünftige Strompreisentwicklung angeht, dann gehen Prognoseinstitute davon aus, dass die Strompreise aufgrund von unterschiedlichen Faktoren in den nächsten Jahren steigen werden, weil zusätzliche Datenzentren ans Netz genommen werden, wegen der Digitalisierung der Infrastruktur, wegen der Elektromobilität, aber auch wegen dem Rückbau von Atomkraftwerken und auch dem zusätzlichen Bau von Unterwasserkabeln, der Vernetzung der einzelnen Stromnetze innerhalb von Europa und der Tatsache, dass es in Zentraleuropa höhere Strompreislevels gibt, geht man eben davon aus, dass es zu zukünftig erwarteten steigenden Strompreisen kommt, die zwischen 40 und 60 Euro liegen. Wenn wir uns die PPA-Preise angucken, zu denen man in der Lage ist zu hedgen, dann sieht man eben, dass man im Grunde genommen, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, für die Bank arbeitet und dass aus unserer Sicht zumindest auch Overhedging oder zu starkes Hedging nicht zu einer Risikomitigierung, sondern zu zusätzlichem Risiko führt, weil wir uns die Möglichkeit nehmen, gerade in den ersten Jahren auch Cash Yields zu generieren. Ja, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, in der wir uns im Moment befinden in Skandinavien. Gleichzeitig ist noch hinzuzufügen, dass wenn wir den Schwenk hinmachen, und das wird Herr Büttner jetzt auf den nächsten Slides tun, auf Slide 8, Herr Brooks. Gleichzeitig ist noch hinzuzufügen, dass 70% der Gestehungskosten von Wasserstoff eben Strom sind. Und deshalb eröffnen sich, wenn man mehr Merchant geht, grundsätzlich, das sehen wir bereits jetzt am Markt, attraktive Möglichkeiten, auf die Herr Büttner jetzt eingehen wird. Ja, das Thema Wasserstoff wurde ja die letzten 12 Monate immer wichtiger, ist das heiße Thema auch in der europäischen Politik. Mehrere Regierungschefs haben Statements abgegeben, wie Wasserstoffproduktion in Zukunft gepusht werden soll. Es sind nationale Wasserstoffstrategien in der Umsetzung. Es gibt EU-weite Förderprogramme für grünen Wasserstoff. Letztendlich wurde Wasserstoff so ein wenig als das der Retter hervorgetan, um die Energiewende zu schaffen, um Europa bis 2050 weitestgehend CO2-neutral zu stellen. Und dies ist letztendlich ohne Wasserstoff und rein in der Stromproduktion passieren, so nicht zu schaffen. Und deswegen ist Wasserstoff auserkoren, dort eine gewichtige Rolle zu spielen. Und letztendlich ist Wasserstoff in sehr, sehr vielen verschiedenen Segmenten auch einsetzbar. Und aufgrund auch des starken politischen Willens, der dahinter steht, ist in den nächsten 30 Jahren mit einer mindestens Verfünffachung der globalen Nachfrage, sieht man hier auf der rechten Seite der Präsentationsunterlage zu sehen, zu rechnen, letztendlich in der Stromproduktion, im Transportwesen, im Industriesektor. Und letztendlich geht es darum, wie man diese komplette Wasserstoff-Value Chain, die Wertschöpfungskette dort auch umsetzen kann. Und ich glaube, das sieht man auf dem nächsten Slide ganz gut, dass dort Investitionen in Milliardenhöhe auch notwendig sind, um letztendlich vom Sourcing, von der Rohstoffproduktion, von der Stromproduktion, von grüner Stromproduktion, die ja auch notwendig ist, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Vielleicht noch kurz zur Einleitung. Momentan wird Wasserstoff hauptsächlich aus Gas gewonnen oder als Nebenprodukt der Öl- und Gasindustrie.
Und dabei wird CO2 auch bei der Wasserstoffproduktion erzeugt, während man bei grünem Wasserstoff davon spricht, dass man über Elektrolyse Wasser unter Einsatz von Grünstrom aufspaltet, um dort CO2 ohne CO2-Emissionen einen Energieträger zu schaffen. Und natürlich spielen dann auch innerhalb dieser kompletten Wertschöpfungskette Produktion, Verteilung, Transport, Endnutzung, verschiedenste Infrastrukturstufen, die notwendig sind und die auch finanziert werden müssen. Und da sozusagen basiert auch die Förderung darauf, dass man eine komplette Infrastruktur im Wasserstoffbereich schaffen wird. Und der Bereich End-Use Applications, das Wundervolle am Wasserstoff ist, dass er eben sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist, dass er auch beispielsweise über eine weitere Veredelungsstufe in der Produktion zu Ammoniak oder Methanol weiterverarbeitet werden kann, die beide in der chemischen Industrie und in der Düngemittelindustrie notwendig sind. Ich kann Wasserstoff einsetzen in der Stahlproduktion, der Stahlherstellung und in der Eisenerzgewinnung und im Transportwesen als Treibstoff für unter anderem Schiffe, Busse, Lastwagen, aber auch als Flugzeugbenzin notwendig. Und diese vielseitige Einsetzbarkeit führt dazu, dass das Wasserstoff auch so gepusht wird und dort auch in den verschiedensten Segmenten zukünftig eine Rolle spielen wird. Und vielleicht auf der nächsten Seite sieht man nochmal, welche Maßnahmen, wie sich auch die EU letztendlich die Wasserstoffpolitik vorstellt. Matthias, willst du kurz darauf eingehen? Gerne. Also was man vielleicht noch hierzu erwähnen muss, das ist natürlich ein Markt, der sich jetzt noch in der Entwicklung am Anfang befindet. Und wir gehen davon aus, dass sich ein Stück weit hier die Geschichte des EEGs, des Erneuerbaren Energiengesetzes aus dem Jahr 2000 wiederholen könnte. Es gibt unterschiedliche Initiativen. Es gibt allein auf EU-Ebene 6 verschiedene Initiativen, über die Subventionen gewährt werden können. Und wir gehen davon aus, dass es möglicherweise auch eine Art EEG geben könnte für die Wasserstoffproduktion. Das Ziel zumindest der Europäischen Union ist es. Wir haben weltweit im Moment 250 Megawatt installiert, bis zum Jahr 2025 allein in der EU auf 6 Gigawatt zu erhöhen und bis zum Jahr 2031 auf 40 Gigawatt installierte Wasserstoffkapazität zu erhöhen. Ja, und vielleicht, damit man sich das Ganze mal vorstellen kann, bis zum Jahr 2050 wollen wir ja in der Europäischen Union CO2-neutral sein. Die Menge der erneuerbaren Energien, die dafür benötigt werden würde, ist das 15-fache der heutigen installierten Kapazität. Das heißt, es ist ein grundsätzlich gigantischer Markt, der sich hier öffnet, der aber am Anfang nicht möglich sein wird, den zu enablen, weil die First Mover, diejenigen, die sich jetzt in den Markt reinbegeben, geschützt werden müssen. Ja, im Gegensatz zum Strommarkt ist der Markt eben nicht liquide und man kann hier sozusagen kein Merchant-Risiko gehen, sondern man braucht, also die Wasserstofftechnologie ist ja eine sehr alte Technologie, die etabliert ist. Aber man braucht die Applikation, man braucht den Abnehmer, man braucht den Käufer von Wasserstoff und man braucht gegebenenfalls auch noch Subventionen, um die Käufer dazu zu bewegen, die Preise zu akzeptieren, für die man grünen Wasserstoff herstellen kann. Ja, und es gibt eben sowohl, wie Herr Büttner erwähnte, auf EU-Ebene, aber auch auf Länderebene in Skandinavien unterschiedliche Initiativen, um das sehr, sehr stark zu fördern.
Und das Jahr 2020 war ein sehr, sehr gutes Jahr für den Wasserstoff. Es gab eine Menge von unterschiedlichen Ankündigungen. Einerseits, was die unterschiedlichen Förderprogramme betrifft, aber auch, was die Ankündigung von tatsächlichen Projekten betrifft. Und das ist auf der Folgeseite dargestellt, Herr Brooks. Wir haben das jetzt mal für Skandinavien, für Norwegen und Schweden dargestellt. Wir haben zum Beispiel Initiativen, die in der Mining und in der Stahlindustrie grünen Stahl mit Wasserstoff herstellen wollen. Wir haben Datenzentren, wir haben aber auch die Schiffsindustrie, die sehr stark schon jetzt in Ausschreibungsverfahren auf Wasserstoff oder auch auf Elektromobilität umstellt. Und hier ergibt sich eben die Möglichkeit in Skandinavien, und das ist, was wir gerne machen würden. Wir wollen was Intelligentes mit der Energie machen. Wir wollen nicht nur in zu geringe Stromabnahmeverträge eintreten mit großen Corporates aus Amerika, mit Hyperscalern, sondern wir würden gern was Intelligentes mit der Energie machen und die Wertschöpfungskette verlängern und eben in die Methanol oder in die Ethanol oder auch in die Ammoniakproduktion einsteigen. Und was eben hierfür notwendig sind, ist einerseits der langfristige Käufer. Das sehen wir aber jetzt auch schon, dass sich das entwickelt. Wir sehen zum Beispiel große Reedereien, die jetzt schon bereit sind, grünen Methanol über 10 Jahre abzukaufen. Und das ist aus unserer Sicht eine Chance für den Markt, eben ja vielleicht sogar auch tatsächlich höhere Renditen zu erwirtschaften als in reinen erneuerbaren Energienprojekten. Und damit würde ich jetzt, wenn mein Kollege Henrik Büttner nichts hinzuzufügen hat, erstmal zum Ende des Vortrags kommen. Vielen Dank, Herr Dr. Bimberg. Vielen Dank, Herr Büttner. Vielleicht nochmal der Hinweis an die Zuschauer. Sind vielleicht einige von Ihnen noch später dazugekommen? Sie können weiterhin Fragen stellen. Ich sehe, hier sind schon einige Fragen reingekommen. Wir werden am Ende des Vortrags von Herrn Koriat dann eine kurze Frage- und Antwortrunde noch starten. Deswegen feuerfrei gerne weiter Fragen stellen. Und damit übergebe ich jetzt gerne an Cambridge Associates und Herrn Koriat. Super. Vielen Dank erstmal an alle Teilnehmer, dass Sie die Zeit nehmen für dieses BAI-Webinar und herzlich willkommen zum dritten Teil dieses Webinars. Mein Name ist Alex Koriat, ich bin als Partner verantwortlich für das Deutschlandgeschäft von Cambridge Associates und arbeite mit vielen institutionellen Investoren in Deutschland und Europa. Und ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema reden, was mehr und mehr in den Vordergrund der Diskussionen mit vielen meiner institutionellen Kunden rückt. Und das ist das Thema digitale Infrastruktur Investment. Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Betrachtungen im Bereich potenzielle Rendite? Aber auch, was sind Risiken und wie sollten das institutionelle Investoren einschätzen? Ich möchte anfangen erstmal mit einer kleinen Überblick, wie es eigentlich oder warum das Thema eigentlich so wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Ich habe hier auf der nächsten Seite mal einige Sachen zusammengetragen, die einfach ein paar digitale Interaktionen widerspiegeln, die wir heute schon überall in unserem beruflichen, also privaten Leben haben. Das fängt an mit, dass wir Nachrichten und Social Media über digitale Kanäle konsumieren und interagieren. Viele Finanztransaktionen, sei es persönlich oder Börsenhandel, nicht zu reden von Blockchain und Cryptocurrencies, sind auf einer digitalen Plattform. Aber auch Homeworking und Remote Working. Ich wähle mich heute für dieses Webinar von zu Hause ein. Ich arbeite dann auf unseren Servern auf der Cloud. Wir kommunizieren mit Videokonferenzen und Webinaren und versenden unsere Analysen per E-Mail und anderen Nachrichtenkanälen. Das ist alles digital. Wir haben große Fortschritte gesehen im Bereich Gesundheit, digitale Interaktionen im Bereich Gesundheit. Und das ist jetzt nicht nur
dass sie ihre Krankenkasse digital erreichen, sondern es ist Telemedizin. Es ist aber auch ganz interessante Innovationen. Sie haben vielleicht in den letzten Tagen gelesen in der Zeitung, gab es einige Berichte darüber. Google hat jetzt ein Artificial Intelligence Programm auf den Markt gebracht, indem sie ein Foto machen können von ihrer Haut, von einem Melanom oder anderen Sachen in der Haut, wo sie sich nicht sicher sind. Sie laden es hoch in die Google Cloud. Dort läuft ein Artificial Intelligence Programm drüber und gibt ihnen anschließend einige Informationen, ob sie vielleicht mal das vom Hautarzt anschauen lassen sollten. Und so gibt es weitere Beispiele im B2B-Bereich, dass Operationen digital unterstützt werden, remote, und die Digitaltechnologie viel mehr Einzug in die Medizin auch erhält. Im Bereich Industrie und Herstellungsprozesse sind wir ganz klar auf dem Weg in die Digitalisierung. Es gibt Maschinen über Ferndiagnose, ganze Supply Chains werden digital gemanagt und die Interaktion und Verbindungen, Netzwerke ist eigentlich ein Kernstück von vielen Herstellungsprozessen. Über E-Commerce muss ich gar nicht viel sagen. Ich glaube, jeder hier auf dem Call hat schon mal bei dem Buchhändler seines Vertrauens im Internet ein Buch bestellt. Remote Learning ist ganz weiter in den Vordergrund gerückt in der Pandemie. Viele Schulen, Universitäten haben auf Remote Learning umschalten müssen. Aber sie können natürlich, und sie hatten das auch schon mehrere Jahre, haben die Möglichkeit, komplette digitale Kurse in Programmiersprachen, in Fremdsprachen digital zu lernen. Streaming-Services natürlich auch sehr, sehr bedeutend, sehr, sehr wichtig, insbesondere auch in den letzten Jahren, wenn viele andere Unterhaltungswege zu waren. Diese ganzen digitalen Interaktionen waren schon da vor der Pandemie, aber haben sich durch die Pandemie, durch Covid-19 nochmal stark beschleunigt und sind mehr in den Vordergrund getreten. Diese digitalen Anknüpfungspunkte in unserem Leben, Berufsleben, Wirtschaftsleben haben natürlich Konsequenzen. Und die Konsequenzen davon sind mannigfaltig. Es ist einmal, dass wir im globalen Datenvolumen sehen, wir explodieren. Wir haben in den letzten 5 Jahren eine Verdopplung der Datenvolumen der jährlich Anfallenden gesehen. Wir erwarten in den nächsten 5 Jahren eine Vervierfachung, ein exponentielles Wachstum der Datenmengen, die anfallen pro Jahr. Wir haben auch gesehen, dass es gibt immer mehr Endgeräte, die mit Netzwerken, die sich mit der Cloud, mit dem Internet verbinden. Und das ist jetzt nicht nur, dass wir mehr Mobiltelefone, Tablets, Laptops besitzen. Es geht hin zum Internet of Things, wo Ihr Kühlschrank dann Ihnen eine freundliche Nachricht irgendwann schreibt, dass Sie mehr Milch oder Bier kaufen sollten, wenn das zur Neige geht, bis hin zu den ganzen Smart Cities und auch Technologien in Autos. Und da müssen Sie jetzt noch nicht auf das autonome Fahren hinschauen. Selbst wenn Sie ein Auto haben und nur ein Navigationssystem haben, kriegen Sie da auch eine sehr große Datenvolumen, die hin und her geschickt werden, um die Navigation zu ermöglichen. Also es gibt auch mehr, nicht nur mehr Datenvolumina, aber auch mehr Geräte, die sich verbinden und mehr Anknüpfungspunkte haben. Schließlich haben wir auch den Trend, mehr Daten müssen auch irgendwo gespeichert werden und das ist immer unpraktischer, unwahrscheinlicher, dass diese Vervielfachung der Daten und auch teilweise auch die Berechnungen, dass die lokal ausgeführt werden. Nein, wir sehen stattdessen einen Trend, dass Datenvolumina mehr und mehr, und dazu kommen auch sicher auch die häufig auch Berechnungen, in der Cloud durchgeführt werden, auf Cloud-Servern, und die Daten und Ergebnisse dann wieder zurück an die End-User geschickt werden. Das ist ein ganz klarer Trend, mehr Daten und mehr Storage und mehr Speicherkapazität in der Cloud wird auch vorausgesagt, das ist immer hochgegangen über die letzten Jahre und weiterhin ein Trend, der nach oben geht. Wie gesagt, auf der letzten Seite, die Pandemie hat diese Trends nur weiter ins Bewusstsein gebracht und teilweise weiter beschleunigt. Die waren schon unterliegend da und werden sicherlich auch noch stark weitergehen. Jetzt, was bedeutet das für Investoren? Wir reden natürlich hier als institutionelle Investoren darüber, was hat das für Konsequenzen? Im einfachsten Fall können Sie mal schauen, ist die Grafik auf der Seite. Sie können kaum ein vierfaches Datenvolumen über die aktuelle Dateninfrastruktur laufen lassen.
Sie müssen ganz einfach oder Sie müssen einfach die Dateninfrastruktur ausbauen. Sie müssen die Cloud ausbauen. Sie müssen die Datenleitungen ausbauen. Sie müssen die gesamte technische Infrastruktur aufbauen, um das möglich zu machen. Um das auszubauen, müssen Sie investieren. Das ist verlangt große Investments, um Leitungen, Cloud-Verbindungen auszubauen. Ich habe hier mal ein Beispiel mal auf dieses Chart gebracht. Das ist Fiber Optics, oder die Fiber-Durchsetzung von OECD-Ländern. Der Chart ist jetzt, sieht jetzt ein bisschen aus wie der Impffortschritt in Deutschland. Deutschland leider ein bisschen hinten, aber ambitioniert, stark aufzuholen. Es wird also noch sehr viel Investment gebraucht, um eine größere Anbindung an das Fiber-Optik-Netz zu haben. Und ich möchte mal jetzt von Deutschland auf England schauen. England ist hier auch ziemlich weit hinten noch. In England hat British Telecom, ein großer Operator der Netzwerke, auch letzte Woche gesagt, das kann Sie in der Financial Times auch mal nachlesen, dass sie das ehrgeizige Ziel haben, bis 2026, also in 5 Jahren, wollen sie etwa 40% der englischen Haushalte an Fiber anbinden. Sie haben natürlich auch gesagt in diesen Press Releases, und das waren die eigentlich interessanten Nachrichten, dass das ein enormes Investitionsvolumen mit sich bringt. Telekom hat geschätzt, dass es so bis zu 5 Milliarden Pfund pro Jahr an Investment benötigt. Und sie haben auch gesagt, dass sie gerne dafür Partner gewinnen würden zur Finanzierung, die mithelfen, diese Finanzierungslücke zu schließen. Und genau hier sehen wir eine Opportunität für institutionelle Investoren, nämlich die Finanzierungslücken im Ausbau von Fiber, von Cloud, von Datacentern, von Towers zu schließen. Wir denken, dass auf jeden Fall institutionelles Kapital dazu benötigt wird. Es wird nicht einfach gehen mit zu sagen, das können die Telekom-Unternehmen selber auf die Beine stellen. Es wird auch nicht über Investitionen von verschiedenen Regierungen gehen, obwohl der Plan von Joe Biden sicherlich ein Investmentvolumen in digitale Infrastruktur vorsieht, wird das auch nicht alleine vonstatten gehen. Und es ist auch nicht der Kernbereich von verschiedenen Tech-Companies wie jetzt einer Google oder einer Amazon, dass sie speziell in diese Infrastruktur unbedingt investieren würden. Das bedeutet aus unserer Sicht, dass es interessante Opportunitäten gibt für institutionelle Investoren in diesem Funding Gap zu schließen und davon zu profitieren. Und zwar haben wir beobachtet, dass es hauptsächlich im Infrastrukturbereich in 3 Bereichen Opportunitäten gibt. Das ist einmal, ich habe schon darüber gesprochen, Fiber, die Netzwerke, die, wenn Sie so wollen, breiten Datenleitungen, die in vielen OECD-Ländern noch viel zu wenig verfügbar sind. Es sind aber auch Data Centers, und Data Centers ist, wo die Daten gespeichert werden und immer mehr auch Berechnungen durchgeführt werden. Data Centers gibt es 2 Trends. Es gibt einmal die sogenannten Hyperscale Data Centers. Das sind so ein bisschen wie der große Supermarkt auf der grünen Wiese. Riesen Datencenter, die etwas außerhalb stehen, aber ein großes Datenvolumen bearbeiten und verwalten können. Und es gibt die kleineren Edge-Data-Center, sogenannte Edge-Data-Center, die viel näher zum Endkunden stehen, etwas kleiner in der Kapazität sind, aber dadurch auch teilweise schnellere Reaktionszeiten, Stichwort Latency, ermöglichen, für bestimmte Anwendungen interessant sein können. Darüber hinaus sicher auch ein interessanter Aspekt und ein Aspekt, in dem wir sehr viel Interesse im Moment sehen, sind Mobilfunktürme, Towers. Das ist ein Bereich, der in vielen Ländern und Regionen im Ausbau bedarf. Da müssen Sie nur in den Zug steigen von Berlin nach München, dann haben Sie ein Bild, wie die Towerabdeckung in Deutschland ist. Aber es neben dem Ausbau von einem existierenden Netz hat natürlich auch die Einführung von 5G interessante Konsequenzen. Wenn 5G flächendeckend eingeführt wird, müssen Sie die existierenden Tower nicht nur upgraden, Sie müssen auch neue mit aufbauen. Denn die Reichweite des 5G-Signals ist nicht so weit wie des 4G-Signals. Das heißt, es werden signifikante Investitionen auch in die Mobilfunknetze im Bereich Mobilfunk-Towers benötigt, die wir denken auch, können auch interessante Renditen versprechen für institutionelle Investoren. Es gibt noch ein paar andere Bereiche, die ich hier aufgeführt habe, die wir aber jetzt nicht, auf die wir nicht weiter groß eingehen können. Das einmal können Sie gesamtes natürlich
gab es auch schon Investoren, die haben Spektrum geleased und dann weiter Subleasing gemacht davon. Es gibt sogenannte End-to-End-Endpoint-Enablers. Das sind häufig ein Overlap mit Hardware-Technologie-Providers, ob es jetzt Router, Splitters oder andere Sachen sind, die für Smart Cities gebraucht werden. Und sie können im Bereich Tower und Data Center natürlich einen Schritt weitergehen und nicht nur die betreiben, sondern sie können die auch aufbauen. Da ist ja eine große Nachfrage. Da können Sie natürlich noch ein gewisses Aufbaurisiko, Bereitstellungsrisiko mit in Kauf nehmen, was natürlich dann auch zu einem leicht höheren Ertragsziel führen kann, wenn Sie das alles richtig machen. Also zusammenfassend denken wir, es gibt sehr viele interessante Möglichkeiten für institutionelle Investoren, Renditen zu erzielen in dem Bereich Digital Infrastructure, der ein großer Bereich und große Potenziale darstellt und große Finanzierungslücken darstellt. Natürlich, und das ist ganz klar, können Sie keine zweistelligen Renditen oder können Sie eigentlich mit jeder Renditeerwartung Risiken verbunden, und so ist es auch hier. Im Bereich digitale Infrastruktur gibt es oder möchte ich auf insbesondere zwei verschiedene Risikoarten hinweisen. Das erste ist mal, es gibt spezielle Risiken, die für die Asset-Klasse oder für die Strategie bedeutend sind. Und da insbesondere möchte ich hervorheben, es gibt noch andere, einmal das Bewertungsniveau. Wenn Sie etwas sehr teuer kaufen, das ist wie bei vielen Investments, wenn Sie einen teuren Kaufpreis bezahlen, sind wahrscheinlich die folgenden Renditen nicht mehr so stark. Es gibt politische Risiken, regulatorische Risiken, die ja in vielen Infrastruktur-Asset-Klassen eine Rolle spielen. Und Sie haben natürlich das Thema technologischer Fortschritt. Investieren Sie in eine Technologie, die vielleicht in ein paar Jahren obsolet und überholt sein könnte. Dazu kommen operationelle Risiken, Betreiberrisiken, wenn Sie jetzt ein großes Data Center betreiben oder wenn Sie jetzt Fiber betreiben oder Mobile Funk Tower, kommen Betreiberrisiken dazu. Und wenn Sie noch ein zusätzliches Risiko angehen wollen, können Sie auch noch ein Development-Risiko haben, wenn Sie es aufbauen. Ich habe hier mal als ein Beispiel zum Bereich Bewertung aufgetragen oder dargestellt, die Preise für Transaktionen im Bereich Telekommunikationsinfrastruktur. Es ist ein sehr grobes Maß hier, aber es zeigt nichtsdestotrotz, dass durch die Pandemie oder im Laufe der Pandemie in den letzten 2 Jahren Investoren auch mehr aufmerksam geworden sind auf diese Asset-Klasse. Und obwohl wir denken, dass noch große Potenziale in der digitalen Infrastruktur stecken für Investoren, sind nichtsdestotrotz die Transaktionspreise auch schon leicht nach oben getickt. Und das ist sicher etwas, was Sie im Auge behalten müssen, wenn Sie sich für diese Asset-Klasse interessieren und ein Investment überlegen oder vornehmen möchten. Die zweite Kategorie von Risiken, die ich ansprechen möchte, ist natürlich Umsetzungsrisiken. Die meisten Investmentmöglichkeiten im Bereich digitale Infrastruktur haben einen Charakter von Privatmarkt-Investments. Das heißt, sie sind nicht sehr liquide, sondern es ist ein längerfristiger Fonds-Commitment, das sie da abgeben. Und wie in vielen Privatmarkt-Anlageklassen haben sie natürlich einige Umsetzungsrisiken da. Ganz kurz, ich habe hier in einem Balkenchart dargestellt, die orangen Balken, die Sie vor sich sehen auf dem Chart, sind die durchschnittlichen Returns gewesen in verschiedenen Investmentjahrgängen aus dem Bereich Telekom, aus dem Telekom, in das digitale Infrastruktur mit reinfällt. Aber neben der absoluten Höhe von diesen Balken möchte ich Sie eigentlich mal Ihr Augenmerk darauf lenken, sich den Unterschied zwischen dem auf dem orangen Balken liegenden Dreieck und dem grauen Diamanten anzuschauen. Dieses Dreieck oder die Differenz zwischen dem grauen Diamanten oben und dem etwas niedriger liegenden Dreieck ist die Dispersion. Das heißt, es ist der Unterschied an den Renditen, die erwirtschaftet worden sind von sogenannten Top-Quartile-Fondsmanagern zu den nicht so guten Bottom-Quartile-Managern. Das bedeutet, das ist eine relativ große Dispersion, wie wir es in vielen Private Equity und Private Debt Anlagekategorien sehen, und bedeutet wiederum für uns als Investoren, dass die Selektion der Fondsmanager in diesem Bereich extrem wichtig ist. Es ist extrem wichtig, dass sie ihre Due Diligence vor einem Investment tätigen und auch, dass sie die Portfoliokonstruktion in einer durchdachten Weise
vornehmen. Das heißt, Sie wollen wahrscheinlich ein Portfolio aufbauen, das mehrere Vintage-Jahre, mehrere Investment-Jahre inkludiert. Sie wollen verschiedene Fondsmanager nutzen, verschiedene GPs. Und Sie wollen wahrscheinlich auch eine Diversifikation über verschiedene Substrategien und verschiedene Geografien haben. All das zusammen ist kein Hexenwerk, lässt sich durchaus beherrschen, ist aber etwas, das am Anfang, bevor der Umsetzung der Strategie gut durchdacht werden will. Damit möchte ich auch schon zu einer Zusammenfassung kommen und wenn es eine Sache gibt, mit der ich Sie heute gerne dann in den Rest des Tages schicken möchte, ist es der erste Punkt, dass digitale Infrastruktur-Investments ein absoluter Kernbereich des Infrastrukturuniversums wären. Wir denken nicht, dass es eine Modeerscheinung ist oder etwas, was schnell wieder verschwindet. Der Trend zur Digitalisierung ist unaufhaltbar, ist nicht mehr wegzudenken und ist ein absoluter Kernbereich im Infrastruktur-Investment-Universum. Es ist fast wie die Elektrifizierung, die vor circa 100 Jahren angefangen hat in Haushalten in Deutschland. Ist ein absoluter Kernbereich in die Digitalisierung, die eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und sich weiter beschleunigen wird. Finanzierungslücken für Investments in diese Infrastruktur bestehen und öffnen für institutionelle Investoren die Möglichkeiten, attraktive Renditen zu verdienen und teilweise auch attraktive Einkommen zu erzielen auf einer jährlichen Basis. Das ist alles nicht risikolos. Wie ich gesagt habe, Investoren sollten sich über die Risiken der Asset Klasse und aber auch der Umsetzung im Klaren sein und die gut durchdenken, um ein Portfolio aufzubauen, was einen optimalen Zugang und eine optimale Nutzung dieser Möglichkeiten bieten kann. Wenn Sie das tun, denken wir, dass die digitale Infrastruktur sehr, sehr interessant ist als Trend in Infrastrukturportfolien und sicher sehr additiv sein kann, um institutionellen Investoren zu helfen, ihre längerfristigen Investmentziele gut zu erreichen. Damit wollte ich es belassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich sehr über jede Frage. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Kuriat. Genau, Sie sagen es schon, es sind einige Fragen eingetroffen. Ich würde jetzt nochmal alle Referenten dazu bitten. Herr Minerda ist auch schon da, Herr Dr. Bimberg, sehr schön. Herr Büttner kommt wahrscheinlich gleich auch dazu. Dann starten wir gerne direkt die Frage- und Antwortrunde. Wir sind schon leicht über der Zeit. Das liegt natürlich nur an meiner langen Vorrede. Ich schlage vor, wir überziehen einfach 5 bis 10 Minuten, damit wir noch wenigstens ein paar Fragen beantworten können. Herr Minerda, ich fange gerne mit Ihnen an. Sie sprachen den Impact of ESG Risks und Credit Quality an. Dann hatten Sie leider nicht mehr die Zeit, ausführlich darauf einzugehen. Da kam aber eine Frage zu rein. Und zwar, wie können Sie das Ganze überhaupt messen? Also es gibt ja keine, oder die Daten sind ja nur unstrukturiert vorhanden, sage ich mal. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Frage, weil Sie als Researcher hier das wahrscheinlich mit am besten beantworten können. Das heißt, auf welche Daten greifen Sie überhaupt zurück, da es ja nicht diesen einen Marktdatensatz gibt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde das mal so zusammenfassen. Wir haben nicht immer genaue Daten und wir haben nicht immer genaue Methodologien oder die Faktoren, die Indikatoren werden verschieden gemessen und verschieden gemischt. Das heißt, wenn wir uns jetzt nur auf die finanzielle Wesentlichkeit, auf die Risikos konzentrieren, oft wissen wir nicht, wenn diese Risikos stattfinden werden, ob sie stattfinden werden und welche die Impakte sein können, vor allem wenn wir viel weiter langfristig denken. Was wir aus einer Kreditrisikoperspektive aber machen können, ist mit Sensitivity Analysis, das heißt mit theoretischen Szenarien zu arbeiten und verstehen, welche die finanzielle Wesentlichkeit sein kann und welche die Impakte auf Kreditrisiko sein können. Das ist ganz einfach gemacht, wenn wir eine Sensitivity Analysis machen. Das kann auch viel technisch
kompliziert, wenn wir zum Beispiel Monte Carlo Simulation verwenden. Das heißt, wir sollen mit Wahrscheinlichkeit dort, wo wir nicht genau an Daten arbeiten. Okay, interessant, vielen Dank. Die nächste Frage, Herr Kuriat, an Sie, und zwar zum Thema Breitbandausbau. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen ins Detail gehen, würde mich auch interessieren, mit wem Sie dann da konkret zusammenarbeiten. Also jetzt für den deutschen Markt gesprochen, sind das nur große Telekommunikationsunternehmen oder gehen Sie da auch auf Stadtwerke? Ich kann jetzt hier für den Kölner Raum sprechen, Stadtwerkstochter NetCologne, die dann hier in dem Raum den Breitbandausbau auch ja, mit der öffentlichen Hand vorantreibt. Also mit wem kooperieren Sie da? In der Regel als für institutionelle Investoren ist es am interessantesten, mit spezialisierten GPs zusammenzuarbeiten, die dann in der Regel auch wieder nicht nur mit den großen Telekom-Unternehmen, das kann aber auch durchaus sein, sondern auch mit kleineren zusammenarbeiten und die Infrastruktur entweder regional oder national aufbauen. Wenn Sie die Fiber-Durchdringung anschauen, es fehlt ja an allen Ecken und Enden noch. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganzen großen Verbindungen schon alle haben. Es fehlt wirklich regional. Es gibt regionale Projekte, aber es gibt auch nationale Projekte. Und das Feld, das hängt sicher auch ein bisschen darauf ab, in welche Geografie Sie reingehen und wer die entscheidenden Player sind. Selbst in England, wo British Telecom sicher ein dominanter Player ist, haben Sie noch viele andere wie City Fiber, Sie haben Virgin, Sie haben einige Player, die das aufbauen und auch ihre Netze mit ausbauen. Es ist in der Regel immer eine Kooperation, also Sie stampfen das nicht einfach so aus dem Boden und denken mal, okay, es wird schon jemand nehmen, sondern Sie arbeiten mit in der Regel mit einem Netzbetreiber dann zusammen. Da haben Sie natürlich auch einen Vorteil, dass Sie eine gewisse Abnahme und zukünftige Umsatzsicherheit schon mit dabei haben. Also das ist in der Regel in Partnerships, in denen Sie da arbeiten, sowohl im Fiber-Bereich als auch dann für die Tower. Haben Sie diese Sicherheit auch im, ich sag mal, ländlichen Raum? Weil der Ausbau lohnt sich ja eigentlich finanziell nur in den Großstädten, zumindest bisher, was ich gelesen habe. Ja, es ist richtig, im ländlichen Raum ist es noch nicht der Fall, aber Sie werden wahrscheinlich eine große Abdeckung und den größten Effekt auch haben, wenn Sie, das ist wieder die 80-20-Regel, wenn Sie 80% damit verkabeln. Der Punkt von Fiber ist ja nicht nur der Geschwindigkeitszuwachs, sondern ist auch, dass Sie einfach eine mehr Breite haben, dass Sie mehr Daten durch diese Leitung durchpumpen können auf einmal. Und das ist hauptsächlich auch ein Punkt, wenn Sie größere Gebiete mit höheren Populationen verbinden wollen. Das heißt, Sie brauchen es vielleicht auch gar nicht in dem kleinsten Dorf. Da wird wahrscheinlich vielleicht ist da auch eine Kupferleitung, zumindest jetzt für die nächsten Jahre immer noch okay, so leid die Kupferleitung dann an einem gewissen Umschaltpunkt dann in den Fiber reingeführt wird. Okay, ja, vielen Dank, Herr Kuriat. Dann noch abschließend Fragen an Herrn Büttner und Herrn Dr. Wimberg. Aus dem Publikum, grüner Strom produzieren, schön und gut, aber die große Herausforderung ist doch das Transmittency-Problem. Welche Investitionen sind denn hier am aussichtsreichsten? Ja, das ist eine wirklich exzellente Frage, weil es reicht eben nicht, dass man mehr oder weniger genügend Grünstrom produziert, um auch dann grünen Wasserstoff herzustellen, sondern was wir versucht haben, anhand dieser Value Chain, die wir aufgezeigt haben, dort zu transportieren, ist eben grüner Wasserstoff wird momentan ist noch teurer in der Produktion als grauer Wasserstoff basierend auf Gas. Das wird aufgrund von niedrigeren Strompreisen, aufgrund von auch weiteren technologischen Fortschritten, Economies of Scale, wird auch mehr oder weniger der Grünstrompreis auf das Niveau vom Graustrompreis auch zurückzubringen sein. Auch insbesondere, wenn man steigende CO2-Preise einbezieht. Wo dann, wie in der Frage formuliert, das Problem liegt, ist dann in der Tat, dass Konsum von grünem Wasserstoff und Produktion von grünem Wasserstoff nicht unbedingt am gleichen Standort stattfindet. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Punkt, kann ich das irgendwo schaffen, um eben Transportkosten dort so gering wie möglich zu halten? Oder
kann ich oder muss ich den Wasserstoff transportieren? Und da gibt es dann wiederum verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, es ist eigentlich über längere Wege sehr, sehr unwirtschaftlich, Wasserstoff komprimiert, gasförmig zu transportieren, sondern eigentlich müsste man Wasserstoff stark runterkühlen, um ihn dann in flüssiger Form entweder in Tanks oder über Pipelines zu transportieren. Noch effizienter ist es allerdings, indem man Wasserstoff nicht nur verflüssigt, sondern durch Veredelung Methanol oder Ammoniak produziert, weil Ammoniak, was die Transportkosten anbelangt, deutlich günstiger ist, auch über per Schiff beispielsweise dort über längere Wege zu transportieren. Natürlich sind dann wiederum auch Investitionen notwendig in Infrastrukturmaßnahmen, dass die Hafenlogistik letztendlich das Ganze darstellen kann. Wie erfolgt dann eine Verteilung letztendlich auch vom Hafen zum Endabnehmer? Wird das dann über Tanks passieren? Kann man gegebenenfalls eine Pipeline-Infrastruktur so ändern, dass man sehr, sehr günstig dann und effizient den Wasserstoff oder Methanol weiterleiten kann? Und das sind alles solche Fragen, für die gibt es zum heutigen Zeitpunkt noch keine Antwort konkret, sondern geht momentan darum, Anreize zu schaffen, Projekte umzusetzen, erste Investitionen zu generieren, die Abnahme zu sichern und dann letztendlich über dann auch die Subventionsmechanismen und Maßnahmen, die durch die EU und auch durch nationale Regierungen eingeleitet werden, auch die Infrastruktur für grünen Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Und das muss passieren, aber ohne Initialzündung und ohne den ersten Schritt zu machen, wird der zweite sicherlich nicht kommen. Ich darf kurz dazwischen gerätseln und schon mal Herrn Koryat verabschieden. Er hat noch einen Folgetermin, so wie ich das hier gerade gesehen habe. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Koryat, dass Sie dabei waren, an das Publikum. Wenn Sie noch Fragen an Herrn Koryat haben, können Sie die natürlich auch nach dem Webinar ihm noch per E-Mail schicken oder einfach mal anrufen. Die beantwortet er noch sehr gerne. An dieser Stelle nochmals vielen Dank, Herr Koryat, und hoffentlich bis bald zu einem erneuten BAI-Event, vielleicht ja auch bald wieder in physischer Form. Vielen herzlichen Dank. Wiederhören. Wenn das für Sie noch in Ordnung ist, Herr Minella, Herr Büttner, Herr Bimbeck, würde ich sagen, wir beantworten noch die letzten Fragen, die aufgekommen sind. Nochmal eine Anschlussfrage zum Thema Wasserstoff. Warum spielt Wasserstoff aus Biomasse keine Rolle? Ist dieser nicht jetzt schon günstig? Es ist auch ein Punkt, wenn man plant, wirklich Wasserstoff in solch großen Mengen auch herzustellen, wie viel Biomasse soll ich haben, um letztendlich diese Massen an Wasserstoff auch dann produzieren zu können. Und das ist letztendlich auch schon ein Treiber. Sicherlich kann Wasserstoff auf Basis von Biomasse ein Teil des Produktionsmixes sein und werden. Aber um die Komplettproduktion darstellen zu können, dafür bedarf es oder würde es einfach sehr, sehr viel Biomasse bedeuten. Ja. Vielleicht nochmal direkt die Folgefrage zu den Kosten. Können Sie das heute schon einschätzen, wie da die Kosten für Wasserstoffpreise im Vergleich zu anderen Energieformen heute und in 10 Jahren oder bis in 10 Jahren werden? Ist das schon abschätzbar, einsehbar? Also wir gucken uns Projekte an, bei denen wir Wasserstoff vor Ort zu ungefähr 3,50 Euro bis 4 Euro pro Kilogramm herstellen können und haben auch schon Anfragen in Hamburg, Wasserstoff zu liefern für 10 Euro ungefähr pro Kilogramm. Was noch hinzukommt, werden dann natürlich die Transportkosten. Wie sich das Ganze entwickeln wird, Henrik, wir gehen davon aus, dass die Gestehungskosten von Wasserstoff, wenn das Ganze skalierbar wird, wenn es eine industrielle Fertigung geben wird, signifikant sinken werden.
ich würde sagen, zwischen 30% und 50%, ähnliche Entwicklungen, die man auch im erneuerbaren Energienbereich gesehen hat, bis zum Jahr 2030. Super, vielen Dank, Herr Bimbeck. Ich denke, das waren noch ganz schöne Schlussworte. Und ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle die Q&A-Runde. Wenn Sie weitere Fragen haben an Herrn Minella, Herrn Büttner oder Herrn Bimbeck, können Sie sich natürlich auch gerne persönlich an Sie wenden. Herzlichen Dank, dass Sie heute wieder so zahlreich eingeschaltet haben. Vielen Dank auch nochmal an unsere Referenten und die Mitgliedsunternehmen für diese wirklich sehr interessanten Fachvorträge. Ich darf kurz darauf hinweisen, dass wir als BAI eine kurze 4-5-wöchige Webinarpause einlegen, uns dann aber wieder in der Woche vom 22. bis 24. Juni zurückmelden. Die Woche können Sie sich schon mal dick im Kalender anstreichen. Wir haben unter anderem einen ESG-Workshop. Dazu werden wir Details in den nächsten Tagen und Wochen bekannt geben. Und es erwartet Sie ein Webinar zum Thema Timberland, Farmland und Trade Finance. Auch zwei hochaktuelle, spannende Themen. Und nochmals an dieser Stelle vielen Dank, Herr Minella, Herr Büttner. Vielen Dank auch, Herr Dr. Bimbeck. Und auf Wiederhören, auf Wiedersehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Danke. Tschüss.